Der Kleiderberg auf der Welt ist der zweitgrößte Müllberg, den es gibt. Muss man sich immer überlegen. Und jedes zweite bis dritte Kleidungsstück wird nicht auf der Welt genutzt. Also wir kaufen, um es uns in den Schrank zu hängen. Und vor langer Zeit habe ich mich dafür entschieden, das mache ich nicht mit. Ich beziehe meine Kleidungsstücke aus Secondhand hauptsächlich. Was ich mir neu kaufe, kaufe ich mir fair. Und manchmal kaufe ich mir, aber ganz selten, kaufe ich mir herkömmliche Kleidungsstücke, wenn es nicht anders geht. Ich habe mir jetzt eine Sporthose gekauft aus herkömmlicher Produktion, wo man aber auch Ökotex-Zertifikate und so weiter drauf hat. Aber mehr erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und hier gibt's meinen nachhaltigen Kleiderschrank. Ich möchte dir in diesem Format zeigen, dass man sich durchweg mit Secondhand-Kleidung ohne weiteres anziehen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es so schlimm, dass dieses Secondhand-Ding immer noch so ein Zeichen für Armut ist. Dass man sich immer noch so ein bisschen schämt, wenn man Secondhand kauft. Ich bin stolz darauf, Secondhand zu kaufen. Und spare mir da auch so viel Geld, dass ich eben mir auch Dinge verkaufen kann. Und manche Sachen gehen halt nicht anders. Und das versuche ich aber so wenig wie möglich zu machen. Das waren in den letzten Jahren Hausschuhe und jetzt die Sporthose. Das waren zwei Sachen. Und das versuche ich grundsätzlich im Blick zu haben. Ich habe wieder aufgeschrieben, was ich alles so anhatte in letzter Zeit. Es ist jetzt erst kalt geworden, das heißt, es sind auch so ein bisschen frischere Outfits. Und ich würde aber einfach sagen, wir legen jetzt los, ohne lange ins Reden zu kommen, mit Outfit Nummer 1. Und ich habe wieder mein Bullet Journal in der Hand. Und da habe ich mein rot-weiß gestreiftes T-Shirt angehabt von der Marke, ich weiß es, die Marke gar nicht mehr. Aber das habe ich jetzt auch schon länger. Und von der Qualität her ist es nicht ganz so toll, aber ich habe jetzt gelernt, dass diese Knötchenbildung nicht unbedingt schlechte Qualität ist. Dazu trage ich meinen Hoodie mit Blumen. Also das ist noch eine Sache, die ich mir als nächstes holen werde. Noch einen zweiten Hoodie. Ich habe nur einen, der mir richtig passt. Meine blaue Jogginghose mit diesem goldenen Streifen. Was heißt Jogginghose? Die ist schon eine normale Hose, sieht aber aus wie eine Jogginghose. Und wenn es wärmer wird, ziehe ich die meistens immer an. Wird jetzt auch eher wieder eingemottet, weil es halt einfach kalt geworden ist. Und dazu trage ich meine weiß-schwarzen Pumas. Und die sind leider jetzt auch ziemlich kaputt. Ich habe es jetzt gerade auch an. Aber da werde ich mir gebrauchtmäßig mal wieder neue besorgen. Und meine alten jetzt einfach auch mal wegtun. Ich habe ja auch so grüne. Die sind auch nicht mehr hundertprozentig fit. Die sind hinten komplett durch. Den habe ich getragen. Das ist kracht. Im Outfit Nummer 2 trage ich mein Brandy Melville T-Shirt, so ein blaues. Die haben so One-Size-Sachen. Ich weiß noch, Annalie & Jess, die gibt es immer noch, machen aber nur ganz selten Videos. Und Annalie hat halt immer bei Brandy Melville, ich kann das fast nie aussprechen, eingekauft. Und ich war mal so ein bisschen neidisch, weil ich fand das richtig cool. Jetzt gibt es ja einen Laden in München, glaube ich. Man kann es aber auch bestellen. Würde ich jetzt nicht mehr machen, weil wie gesagt, Secondhand. Und dieses T-Shirt, ich lieb's. Ich lieb's, ist total weich. Dazu trage ich meine Freeman T. Porter Jeans. Und die wird auch nicht mehr lange leben. Die ist relativ dünn schon an den Beinen. Ich habe sie gerade an. Die hat mich 1 Euro gekostet. Ich hoffe, ich mache mal wieder so einen Schnapper hier. Die ist so perfekt, die Hose. Ich lieb sie einfach. Und da dazu Schuhe, die ich jetzt nicht mehr anziehen kann, weil es zu kalt ist. Meine silbernen Ballerinas, die ich im Sommer wirklich getragen habe. Das ist Krach. Der Schuh hat mir so viel gegeben, muss man wirklich sagen. Danke dafür, auch wenn der hinten so einen komischen rosanen Strich hat, den ich nicht so toll finde. Im nächsten Outfit trage ich mein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Muss immer aufpassen, muss gerade gucken, welches das ist. Eins ist weiß-schwarz gestreift und das andere ist schwarz-weiß gestreift. Und das schwarz-weiß gestreifte ist schon relativ ausgeleiert. Das habe ich auch schon echt lange. Ich glaube, das muss ich jetzt bald mal wirklich ausrangieren. Früher habe ich es immer so gemacht, dass ausrangierte Sachen Schlafklamotten wurden. Aber du brauchst halt auch nicht so viele Schlafklamotten. Muss ich jetzt mal gucken, weil das von der Synthetik her auch jetzt
nicht das Allerbeste zum Schlafen ist. Und dazu trage ich auch wieder meine Fremantle Porter Jeans. Man merkt, ich liebe diese Hose. Und dazu auch wieder meine weiß-schwarzen Pumas. Im nächsten Outfit trage ich mein schwarzes Oberteil von China Tricot. Und China Tricot war der Laden, den ich geliebt habe. Also da konnte ich auch nur bestellen. Aber da habe ich zweimal bestellt und hatte da eigentlich nur zwei Fehlkäufe oder so. Und jetzt habe ich auch gerade einen China Tricot Pulli an. Und ich habe die Sachen halt echt alle mega geliebt hier. Dieses schwarze Oberteil ist halt durchsichtig. Da musst du ein Träger-T-Shirt anziehen, da habe ich eins von H&M angehabt. Dazu die grüne Hose, die grüne Stoffhose, die bis zum Bauch geht, hatte ich mir ursprünglich mal für den Sommer gekauft und festgestellt, die ist zu dick, auch secondhand. Also ich mag die, das ist so, wie sagt man, eine Pocket Jeans oder so? Keine Ahnung, Pocket Hose. Könnt ihr gerne mal unten, eine Serviettenhose? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das genau heißt. Und dazu trage ich diese grünen Pumas, wo ich schon gesagt habe, die halt jetzt auch schon scheiß kaputt sind. Die sind wirklich echt kaputt, wenn ich jetzt da unten hingucke, da stehen sie. Ja, von denen muss ich mir als allernächstes wirklich trennen. Kommen wir zum Outfit Nummer 5. Ich muss echt bei jedem gucken, weil das schon ein bisschen länger her ist. Mein goldbraunes Shirt. Und das ist von der Marke, jetzt fällt mir die Marke nicht mehr an. Die hätte ich damals nicht mit dem Arsch angeguckt, weil es halt einfach eine altbackene Marke ist. Und dieses goldbraune Shirt, das ist so ein Langarm-Shirt, das habe ich halt echt getragen, bis es nicht mehr ging. Auch das lässt langsam nach. Das hat Löcher in den Bauch gegeben, weil ich halt immer einen Gürtel trage und mit der Klappe irgendwie Löcher reinhaue oder so. Oder durch den Knopf. Fragt mich das nicht. Meine Shirts sehen alle so aus, wenn die älter sind. Dazu trage ich diese richtig coole Cecile Jeans. Cecile ist jetzt auch eine Marke, die hätte ich jetzt mir auch damals ums Verrecken nie gekauft. Viele Sachen mag ich davon auch nicht. Ich habe von Cecile zwei Hosen, beides Secondhand gekauft und die ist aber meine Lieblingshose. Also noch Lieblingshosenmäßiger ist halt eben die Fremantle Porter Jeans, aber die mag ich ja von der Waschung total gerne. Und dazu meine spitzen, braunen Chelsea Boots. Die kannst du halt nicht bei Regen anziehen, weil die sind nicht wasserdicht. Ich brauche immer noch dünnere Chelsea Boots. Da gucke ich mich jetzt gerade um, dass ich da irgendwie was Gescheites finde mit einer coolen Form. Am allerliebsten in Schwarz oder vielleicht dunkelbraun mal gucken, was sich so ergibt. Outfit Nummer 6. Und da trage ich ein helles grünes Marco Polo Shirt. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gekauft, als ich die Fremantle Porter Jeans gekauft habe. Gleich auf Flohmarkt, für ganz wenig Geld. Das war so ein Flohmarkt, wo du gar nicht mit durchlaufen konntest, weil ich einfach kein Geld mehr dabei hatte. Ich hatte so viel Geld ausgegeben an dem Tag. Entweder findest du gar nichts oder du findest extrem viel. Kennt ihr das? Und das ist so eine Jugendmarke, weil von der Größe her ist es irgendwie 2XL oder so. Dazu trage ich ein grünes Träger-T-Shirt, das muss man, weil dieses helle, das ist, geht nicht bis runter. Also gerade wenn es jetzt kälter ist, das ist zu kalt. Dazu trage ich wieder meine Cecile Jeans und dazu meine hellen weißen Pumas. Nächstes Outfit und da trage ich mein grünes Öko-T-Shirt. Die Marke weiß ich nicht mehr, ich habe das über Avocado Store mal bestellt. War ganz günstig, war eins meiner ersten Öko-T-Shirts, muss man sagen. Und von der Farbe her und alles ist es voll super. Ist jetzt ein bisschen weiter geworden, es hat sich ein bisschen ausgeleiert, was aber in meinem Fall jetzt nicht unbedingt schadet. Ne? Also viel Oberweite und so. Da passt es auf jeden Fall. Und dazu trage ich meine Mavi-Hose mit Loch. Die hatte ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr an. Und da oben grün ist, passt auch unten grün. Sprich, meine grünen Pumas mussten wieder her. Outfit Nummer 8. Und in der Form habe ich das schon öfters angehabt. Ich habe eh meine Outfits öfters an. Also um das geht es hier ja auch gar nicht, so viel wie möglich Klamotten zu zeigen. Sondern es geht hier ja darum, dass ich euch zeige, dass man sich auch gut anziehen kann mit Secondhand-Kleidung. Und im 8. Outfit trage ich mein blau-rot gestreiftes Shirt von
Jack and Jones ist es, glaube ich. Auch eine Marke, die mich eigentlich nicht interessiert. Und das ist leider kürzer geworden. Das ärgert mich ein bisschen. Es ist eingegangen. Ich trage es trotzdem. Man muss halt echt ein Unterhemd drunter tragen, dann geht es auf jeden Fall. Also da kann man, braucht man sich dann keine Gedanken machen. Einfach was Unterhemdmäßiges drunter. Ich habe halt auch wieder eins an. Geht halt nicht anders und dann passt es auf jeden Fall. Und dazu trage ich wieder meine Mavi Jeans mit Loch. Die sitzt halt ein bisschen weiter, ist ein bisschen lockerer. Ich mag die Hose echt gerne. Ich kann es halt nicht immer anziehen, weil sie halt durchlöchert ist. Klar, heutzutage sollte man nicht mehr so sein, aber passt halt nicht zu jeder Gegebenheit. Und dazu meine uralten roten Chucks. Sie sind wirklich so alt schon. Fallen halt nicht auseinander, durch das, dass ich die halt nicht immer getragen habe. Ich bin immer so ein primär Schwarz-Chucks-Träger. Meine Athletics sind nämlich auch schon relativ durch, kann man an der Stelle sagen. Letztes Outfit und da trage ich seit langem mal wieder meine Punktebluse, weil es halt eben kalt geworden ist. Aber die ist halt nicht mehr fit genug. Die hat auch lauter Löcher um den Bauch rum. Frag mich nicht, von was das kommt. Ich tippe auf meinen Gürtel oder irgendwie der Knopf von der Hose oder so. Keine Ahnung. Dazu trage ich meine Fremantle Porter Jeans, die ich natürlich über alles liebe. Das wisst ihr ja schon. Mal überlegen, ob ich die flicken soll zwischen den Beinen. Aber das sieht halt dann auch immer irgendwie blöde aus. Ich habe das mal mit einer Jeans gemacht. Die habe ich wirklich getragen, bis ich sie mal zur Näherin dann gebracht habe. Schon zigmal drüber genäht habe und die dann gemeint hat, also die fällt ja schon auseinander. Das macht sie nicht. Auf keinen Fall. Dann habe ich die direkt weggeworfen. Kann ich mich noch gut dran erinnern hier. Dazu trage ich meine Athletics-Schuhe, habe ich ja schon gesagt, die sind echt von der Sohle her schon sehr dünn. Ich denke, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Es ist echt witzig, dass ich immer schwarze Schuhe trage, obwohl ich die roten auch habe. Keine Ahnung. Ich kann mit großer Sicherheit sagen, dass ich alle Kleidungsstücke, die ich im Kleiderschrank habe, auch trage. Ich habe heute einen Kapuzenpulli angehabt, den ich echt schon ewig lang nicht mehr anhatte, gerade zum Sport. Gott sei Dank hat er noch gepasst, ey. Gott sei Dank. Und das ist mir halt eben auch wichtig. Was in meinem Kleiderschrank ist, muss auch getragen werden. Und wenn ich die Sachen nicht trage, dann kommt das Kleidungsstück weg. Weil das ist dann ein Anzeichen dafür, dass ich es nicht brauche. Das irgendwann mal tragen, das gibt's nicht. Sind wir mal ehrlich. Und ich bin ganz froh, dass ich da jetzt wirklich abwägen kann inzwischen und einen Kleiderschrank habe, der halt meinen Kleidungsstil widerspiegelt und nicht irgendwelche anderen Sachen noch drin hat. Weil die Klamotten, die drin hängen, die trage ich halt eben auch. Und das ist halt auch wichtig. Wie sieht es bei dir aus? Kaufst du schon Secondhand oder kaufst du auch schon bei Fair Fashion Marken? Vielleicht kennst du Fair Fashion Marken, die ich noch nicht kenne. Schreib die gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!